Schon 4 Monate nach Kriegsbeginn sind knapp 150.000 deutsche Soldaten gefallen. Zum Vergleich, Ingolstadt zählt heute knapp 140.000 Einwohner. In vielen Städten drängen sich die Menschen vor den ausgehängten Verlustlisten. Zwei markante Beispiele sind der Sohn des Oberbürgermeisters Kurier. Der hat gesagt, 1914 am 2. August, ich gehe in den Krieg. Der Vater hat gesagt, du gehst nicht, dann ging er in den Krieg und am 16. August ist er gefallen. Die Bürgermeisterin hat sich Jahre später ertränkt, weil sie mit dem Tod des einzigen Sohnes nicht fertig wurde. Und der Pfarrer in der evangelischen Kirche hat in den ersten beiden Kriegsjahren 3 Söhne verloren. Zwischen 17 und 25 Jahre alt. Ich denke, das hat sie ihr Leben lang dann nicht mehr losgelassen.